Lord Pappnase. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Unterwegs mit Mord. Falls ihr die letzte Folge durchgehalten habt, meinen herzlichen Glückwunsch. Wir versuchen Mord gerade zum Wolfsclan zu bringen, was echt eine Odyssee war. Ich wollte aber nicht aufgeben und es hat sich ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt. Wo laufen wir hin, Mord? Wir haben es geschafft, Mord doch noch lebend zum Feuerclan zu bringen. Mit ein paar kleinen Tricks, aber ich hab mich auch echt angestrengt. Ich habe mich echt angestrengt. Ich habe mich aber auch sehr aufgeregt, weil Mord einfach so dumm war. Aber naja, so sind sie halt, die Nordmänner, ne? So sind sie halt. Mord, wo schießt du hin? Der Feind ist vor uns. Armselige Kreatur. Aber was soll ich sagen? Wir haben es irgendwie geschafft. Ich bin stolz auf mich. Auf uns. Also vor allem auf mich. Aber vor allem auf uns. Wo genau? Wir laufen weiter in Gegner rein. Mord, ja? Okay. Bin ich dabei. Das Schlimmste haben wir hoffentlich überstanden. Armselige Kreatur. Da ist nichts mehr zu holen. Wir dürften gleich beim Feuerclan sein. Und da ist ja auch das Kloster um die Ecke. War jetzt aber gefühlt auch einer der unnötigsten Wege, die wir hier gelaufen sind. Da gibt es bestimmt bessere Pfade, die ich alle erkunden werde. Um dich ist es nicht schade. So. Zu holen. Meine Güte, ich hatte so einen Hass in der letzten Folge auf die Orks. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, Mord, wir haben es geschafft. Eieiei, war das eine Geburt. Hinaus zum Gruße. Freund oder Feind? Feind. Freund. Dann komm rein. Hier gibt's guten Schnaps und warmes Feuer. Was machst du hier? Ich empfange die Krieger, die von draußen kommen. Sind viele Krieger unterwegs? Ja, wir haben schwere Zeiten, Junge. Die Orks werden immer dreister. Früher mussten sie nur ihre Nase aus ihren Höhlen stecken und haben eins drüber gekriegt. Mittlerweile haben sie sich hier überall breit gemacht. Es sind einfach zu viele. Was gibt's hier? Kommt drauf an, was du suchst. Wenn du ein paar Orks klatschen willst, wird sich bestimmt wer finden, der dich begleitet. Ja, Orks klatschen hat richtig Spaß gemacht. Wir haben natürlich auch Schmiede und Jäger im Dorf. Sie sind nicht das so war gut richtig wie funny. Bei den anderen Clans, aber den einen oder anderen Trick können sie dir bestimmt zeigen. Erzähl mir was über den Clan. Wir sind der Feuerclan. Was habt ihr mit Feuer zu tun? Innos ewige Flamme wohnt in unserer Brust und gibt uns Stärke für den Kampf gegen die Orks. Wir haben hier die besten Krieger in ganz Nordmar und die Orks fürchten uns. Geh ins Dorf, es gibt keinen Mann, der es mit dem Mut unserer Krieger aufnimmt. Du wirst sehen. Na, das werden wir ja sehen. Also der beste Kämpfer, den ich kennengelernt habe, ist definitiv Mord. Der ist einfach krass. Bester Mann. Eieiei, sehe ich von hier eigentlich das Kloster? Ah ja, tatsächlich, da oben. Da will ich auch noch hin. Hier ist der Feuerclan. Ach Sie was. Sie haben die besten Kämpfer Nordmars. Das ist toll, Mord. Du bleibst hier, ne? Ich schaue mich hier mal um. Eieieiei. Hoffe, die Folge wird jetzt unterhaltsamer für euch. Schau mal erstmal. Hier müsste Lee sein. Nee, du bist nicht Lee. Du bist Kaelin. Ich dachte, hier wäre Lee irgendwo. Kann aber sein, dass das auch noch eine Etage höher war. Darf auf jeden Fall nicht vergessen, runter zum Ahnengrab zu gehen. Na, alles in Ordnung? Hm? Schon gut. Ich will es gar nicht wissen. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ich soll im Dorf bleiben, damit es nicht schutzlos ist, wenn die Orks kommen. Wo ist das Problem? Wir müssen die Orks angreifen. Dann werden sie es nicht wagen, unserem Dorf zu nahe zu kommen. Weißt du was? Ich pfeife auf den Befehl. Wenn ich Orks sehe, gehe ich sie jagen.
So wie es gute alte Tradition in unserem Clan ist. Sag mal, hast du gerade was vor? Nein, ich mach nicht noch jetzt eine Escort-Quest. Wieso? Ganz hier in der Nähe haben sich ein paar Orks eingenistet. Ich habe keine Lust zu warten, bis die Krieger wieder da sind. Du willst sie erledigen? Ja, aber ich suche noch Rückendeckung. Bist du dabei? Ja, machen wir gleich. Ich muss mich nach der letzten Escort-Mission noch, da muss ich mich noch seelisch verarbeiten. Was gehört noch zu eurer Tradition? Innos und Orks. Das reicht für ein ausgefülltes Leben. Naja, natürlich muss man ziemlich viel trainieren bei so einem Leben. Wie sieht's mit dir aus? Brauchst du noch ein paar Tipps, wie man am schnellsten mit Orks fertig wird? Nee, alles kein Problem. Feuerball in die Fresse. Feuerball in die Fresse. Ich habe ja auch noch gesagt, ich will altes Wissen hier lernen. Das mache ich, wenn ich ins Kloster komme. Da gibt's bestimmt einen Magier. Da muss ich mich jetzt nicht irgendwie unnötig rumteleportieren. Weil das Kloster ist ja tatsächlich gerade ums Eck. Aber nicht bevor ich hier den Teleportstein gefunden habe. Das ist ganz wichtig. Beziehungsweise kann ich nicht... Nee, ich kann hier kein altes Wissen lernen. Nee, das wäre ja auch Quatsch. Alles klar? Nein, nichts ist klar. Wo ist dein Problem? Eigentlich sollte ich da draußen sein. Orks jagen. Ja und? Siehst du, was ich anhabe? Eignet sich wohl nicht zum Orks jagen. Ist doch hübsch. Haha, verarschen kann ich mich alleine. Der sieht knuffig aus. Ich besorg dir deine Rüstung. Gut. In diesen Klamotten beginnt man an seiner Männlichkeit zu zweifeln. Wo kriegt man eine Rüstung her? In meiner Größe? Sie muss extra angefertigt werden. Stena vom Hammerclan ist ein guter Rüstungsbauer. Sprich mit ihm. Okay. Was bekomme ich, wenn ich dir eine Rüstung besorge? Das Wertvollste, was ich besitze, ist meine Axt. Klingt gut. Vergiss es. Ich werde dein Gefolgsmann. Mehr kann ich dir nicht bieten. Ah, unter vielleicht für den Schlag für die Mine. Was verstehst du unter Gefolgsmann? Ich werde dir folgen. Egal, wo du in Nordmar auch hingehst. Ich werde dein Leben mit meinem schützen. Solange wir in Nordmar sind. Genau. Ins Flachland bringen mich keine 10 Schattenläufer. Ja, da hatte ich gerade einen Schüttelanfall. Habt ihr das manchmal auch? Dass sich euer Körper einmal so komplett durchschüttelt? Das habe ich relativ oft, so einmal die Woche. Ich finde das dann immer sehr interessant, weil es kommt so immer aus dem Nichts. Innos mit dir. Ey, war das ein Paladin? Du glaubst an Innos? Natürlich. Innos hat uns gezeigt, was wahre Stärke ist. Und wie? Der erste König des Flachlandes war einer von uns. Innos gab ihm Stärke und Macht. Genug, um alleine das Flachland zu erobern. Nichts ist stärker als Innos. Deshalb folgen wir ihm. Okay, danke für die Info. So, was haben wir denn hier? Ich habe in meinem Kopf, dass hier auch nochmal eine schwere Truhe irgendwo ist. Der Feuerclan ist jetzt ja nicht der größte Clan. Aber wen haben wir hier denn noch? Da ist Life. Na, 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 na. Innos zum Gruße. Life. Hast du ist Lust, mit mir auf die Jagd zu gehen? Noch eine Escort-Quest. Später. War ja klar. Du bist wahrscheinlich auch nur hier, um den Orks den Schädel einzuschlagen. Was soll's? Ich bin halt von Ignoranten umgeben. Wenn du es dir anders überlegst, sag mir Bescheid. Gibt's Probleme mit den Orks? Ist es in Nordmar kalt? Die Säcke machen sich im ganzen Land breit. Sie plündern unsere Gräber, überfallen unsere Händler und verscheuchen unser Wild. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Unternehmt ihr was gegen die Orks? Die Orktöter sind unterwegs. Und jeder Ork, der ihnen über den Weg läuft, wird umgehauen. Klingt unorganisiert. Ist es auch, aber sehr wirksam. Aber wenn du es genau wissen willst, rede mal mit Kurth. Ich habe gehört, er hat einen Plan. Oh, er hat einen Plan. Wer ist Kurth? Er ist unser Anführer. Ihm gehört das große Haus, ganz oben im Dorf. Kannst du mir was beibringen? Kann ich schon, das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Wie viel? 10 Säbelzähne. Ich brauche sie für meine Pfeile. Bitte schön. Hier sind deine Zähne. Davon habe ich mehr als Kannst genug. Kannst du mit Gold was anfangen? Ist Nordmar kalt? Dachte ich mir. Ich habe ein paar Orks abgenommen. Oh, Monet. Ring. Auch so eine schöne ungerade Zahl. Oh, Orkjäger hat der. Das wäre auch nicht verkehrt. Schön. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Orkjäger? Den Skill habe ich schon lange gesucht.
Aber lasst uns wie immer erstmal durch die Hütten streifen. Zum einen natürlich für den Teleportstein. Gucken, ob wir den hier irgendwo finden. Und zum anderen natürlich für schwere und alte Truhen. Das ist wichtig und richtig. Nach was hält der Ausschau? Da ist Felsen. Gute Wache. So, ich glaube aber hier war jetzt Lee, oder? Da ist der liebe Lee. Mit dir quatsche ich gleich. Ich muss noch Teleportstein suchen. Moment. Hast du einen Teleportstein versteckt? Nein? Okay, dann kann ich mit dir quatschen. Du hier. Ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem du nicht auftauchst. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Schon gut, reg dich ab. Ich hätte nur nicht mit dir gerechnet. Hier, am Ende der Welt. Wie sieht's aus? Eigentlich hatte ich ja vor, Roba einen Besuch abzustatten. Aber der Feigling hat sich hinter einer Barriere versteckt. Du weißt ja, wir haben da noch was aus der Welt zu räumen. Die Sache mit dem Knast. Genau. Das wird er noch bereuen. Niemand schmeißt mich ungestraft ins Gefängnis. Auch nicht der König. Ich glaube, es gab keinen Tag in Korinnis, an dem ich nicht daran gedacht habe. Aber wurde der nicht irgendwie von anderen Leuten verraten? Und König Roba hatte keine Wahl? Hatte der dann nicht was in Gothic 1 gesagt oder so? Was hast du vor? Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Wir? Ich brauche deine Hilfe. Hast du vergessen, wer dich in die Kolonie geschickt hat? Es ist Zeit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Der König ist stark. Aber gemeinsam können wir ihn töten. Ja, nee, lass mal. Was hast du vor, wenn der König tot ist? Das werde ich dann sehen. Der Krieg ist eh verloren. Keiner weiß, was dann passiert. Ich speichere mal kurz. Die Questline, da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir die machen. Wie kann ich dir helfen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir müssen in den Palast des Königs kommen. Es gibt Teleportsteine dorthin. Wir brauchen zwei. Einen für dich und einen für mich. Einst gab es in jeder Burg der Paladine so einen Stein. Für den Notfall. Bring sie hierher. Okay. Ja, müssen wir mal schauen mit der Quest. Je nach Ending, was ich mir auswähle, ich bin mir da ja immer noch ein bisschen unentschlossen, könnte das dann passen. Okay, da geht's zum Obermufti. Schwere Truhe. Geil. Abgebrochen. Ach komm schon. Ein Meisterschwert. Oh, das ist auch wieder für Jagdgeschick. Schaut mal. Und kriegt ein Bonustalent. Meister der zwei Klingen. Jetzt aber. Da wird sich ja fast Schwertmeister noch lohnen. Dafür bräuchte ich nur Schwertmeister. Schwertmeister, irgendeine Voraussetzung? 200 Stärke. Ja, schade. Aber cool, dass es doch noch eine Waffe gibt mit Jagdgeschick. Wenn ich jetzt noch ein Schwert kriege, was mir das Bonustalent gibt, Schwertmeister, dann könnte ich das so ausdribbeln irgendwie. Ja, das gibt Bonustalent starker Schwertkämpfer. Das wäre jetzt noch cool. Aber nice. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Trotzdem wird... Zwei schwere Truhen, meine lieber Herr. Was geht ab? Ich wollte schon weitergehen. Barbarenstreitaxt. Können wir auch wieder für viel Geld verkaufen. Hat er einfach zwei schwere Truhen hier bei sich rumlungern. Was bist denn du für ein Typ? Brauchst du Waffen? Ich habe Waffen. Erstklassige Äxte. Es gibt in Nordmar keine bessere Ware als meine. Ingvar vom Hammer-Clan ist vielleicht ein bisschen besser. Zeig mir deine Ware. Ah, schade, ich hatte gehofft, er hat jetzt den Teleportstein. Aber ich kann ihm ja mal ein paar Orkwaffen verkaufen. Klingenstäbe und die Axt. Brauche ich eh nicht. Oh, so viel Geld hat er gar nicht. Ups. So. Plong. Erzähl mir was über die Gegend. Da gibt's nicht viel. Eis und Schnee. Ach ja. Und es gibt das Kloster in den Bergen. Hab aber schon länger nichts mehr davon gehört.
Wenn du genaueres wissen willst, rede mit Friedhof. Er ist ab und zu beim Kloster. Ah, praktisch. Wie komme ich zum Kloster? Unten am Dorf führt ein Weg in die Berge. Folge ihm. Kannst du mir zeigen, wie man schmiedet? Bei Innos. Das kann ich. Aber ich zeige dir nicht, wie man reine Erzwaffen schmiedet. Ja, dafür musst du zum Hammerclan gehen. Okay. Zeig. Was meinst du? Glaubst du, ich schenke dir die Rohstoffe? Oh, der hat noch einen Dialog. Stahl ist wertvoll. Zu wertvoll, um ihn von einem Lehrling ruinieren zu lassen. Was brauche ich? Ein Schmied braucht seinen eigenen Hammer. Das ist schon mal klar. Bring einfach mal 30 Schmiederohrlinge mit. Wenn du Glück hast, bekommst du 10 gute Klingen daraus. Hab ich so viel? Hier sind deine Rohlinge. Den Hammer habe ich auch dabei. Gut, das dürfte reichen. Einfach mal 30 Rohstahl. Die Ausbildung zu Beginn? Wollte der haben, Alter. Okay. Aber ich hab mich gerade sehr gefreut über die 2 schwere Truhen. Ich müsste mal gucken, wie viel schwere Truhen ich jetzt mittlerweile habe. Ich weiß noch zumindest von einer, in einem der Gräber. Ziemlich sicher. Bei den alten Truhen habe ich keine Ahnung, wie viel wir davon schon haben. Metalltruhe. Ich guck mal erstmal, ob der vielleicht auch noch was hat. Sieht aber nicht so aus. Innos sei mit dir. Du bist ein Kämpfer, kein Pilger. Das sehe ich. Kommst du aus Myrtana? So ungefähr. Dann hast du schon erlebt, was uns noch bevorsteht. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der schwarze Magier? Er ist mit den Orks im Bunde. Du weißt, wo er ist? Nein. Und wenn ich es wüsste, würde ich ihn töten. Er hat Innos verraten. Sind ja sehr Innos-gläubig, die Leute vom Feuerclan. Was steht euch bevor? Der Kampf um das Überleben der Clans. Orks streifen ungestraft durch unser Land und wir verkriechen uns in unseren Dörfern. Aber damit ist jetzt Schluss. Der Feuerclan wird sich die Macht unserer Ahnen holen und die Orks aus unserem Land verjagen. Was ist die Macht der Ahnen? In Nordmar gab es schon immer große Krieger, geschickte Jäger und die besten Schmiede der Welt. Die meisten von ihnen haben wir vergessen. Aber die größten von ihnen wurden in Grabhöhlen bestattet. Ihre Fähigkeiten sollten den Clans über ihren Tod hinaus dienen. Wie das? Jeder dieser Helden hat vor seinem Tod kommt einen der Kram mit den Ahnensteinen gefertigt. Ein Stein von Ur. Oh, da liegt der Teleportstein hinter mir im Regal. Die Kunst, sie herzustellen, ist ebenso verloren gegangen wie das Wissen um ihre Herkunft. Die Ahnensteine verleihen demjenigen, der sie an ihren vorgesehenen Ort bringt, die Fähigkeiten seines Erschaffers. Was hast du vor? Ich habe meine 6 besten Krieger zu den Grabhöhlen geschickt. Dort werden sie alles lernen, was wir für den Kampf brauchen. Ich mache mir große Sorgen. Sie hätten längst zurück sein sollen. Dafür kann es nur einen Grund geben. Sie sind tot. Warum hast du deine Krieger jetzt erst losgeschickt? Die Ahnensteine lagen lange in unseren Truhen. So lange, dass wir ihre Bedeutung vergessen hatten. Aber ich hatte einen Traum. Ich sah, dass die Ahnen sich im Zorn über die Orks aus ihren Gräbern erhoben. Sie wollten kämpfen. Gegen die Orks. Da wusste ich, was ich zu tun hatte. Die Ahnen sind erwacht? Ja. Du musst vorsichtig sein. In ihrer Wut können sie Freund und Feind nicht unterscheiden. Ah, das erklärt einiges. Sie kämpfen müssen, um die Ahnensteine an ihren Ort zu bringen. Aber zögere nicht. Sie sind schon tot. Gib ihnen die Ruhe, die sie verdienen. Kann ich helfen? Vielleicht ist es besser, wenn wir nur einen Krieger schicken. Einen wirklich starken Krieger. Bist du gut genug? Gut genug für was? Dir die Macht der Ahnensteine zu holen. Aber ich bin schon ziemlich krass. Ich werde mir die Macht der Ahnensteine holen. Ich hoffe, dass deine Tatenkraft genauso groß ist wie dein Mut. Es kann sein, dass du gegen die Geister der Ahnen kämpfen musst. Sie sind zornig. Aber nimm darauf keine Rücksicht. Es geht um alles. Die Geschichte wird uns recht geben. Ja, okay. Wie finde ich die Ahnensteine? Ich habe eine Karte.
Dort sind alle Grabhöhlen eingezeichnet. Geh dorthin. Ich bin sicher, dort wirst du die Spuren meiner Krieger finden. Klingt gut. Pass auf, die Toten in Nordmar sind mächtig. Kann man sich schützen? Nein, man muss versuchen, die Toten zu besänftigen. Die Orktöter können dir mehr darüber erzählen. Sehr gut. Ich will mir jetzt erstmal die Karte angucken. Karte der Ahnengräber. Es sind 1, 2, 3, 4, oh, es sind 6 Stück. Es sind 6 Stück. Bei dem, das habe ich vorhin gesehen. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir schon waren. Bei dem waren wir, glaube ich, schon. Das ist das hinten, wo das Adonis-Artefakt liegt. Und bei einem von den beiden waren wir hier definitiv auch schon. Okay. Muss dran denken, dass ich die Karte habe. Wegen der Ahnen. Ja? Ich habe die Macht von Snorre. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Was ist, wenn deine Krieger noch leben? Egal. Wir schicken einen. Dich. Eine Axt ist besser als 6 Messer. Ich habe aber keine Axt, die habe ich verkauft. Ah, so kommen wir an den einen ran. Sehr gut. Wieso sollte ich ein Pilger sein? Nun, das Innos-Kloster in den Bergen hat früher oft Pilger aus dem Mittelland angelockt. Aber seit dem Krieg ist kaum noch jemand gekommen. Ist in letzter Zeit ein Pilger hier vorbeigekommen? Pilger? Nein. Ein junger Feuermagier war vor kurzem hier. Er ist aber direkt weiter zum Kloster. Er schien es eilig zu haben. Hatte er einen Namen? Milo? Nein. Milton! Schmilton! So, wie komme ich zum Kloster? Folge einfach dem Weg unten am Fuße des Dorfes in die Berge. Erzähl mir was über den Feuerclan. Wir sind die besten Krieger Nordmars. Wir kämpfen für Innos gegen die Orks. Wieso für Innos? Er zeigte unserem Clan, was es heißt, stark zu sein. Sein Feuer wärmt unsere Hütten und heizt unsere Schmieden. Es ist nur recht, dass wir es ihm mit Orkblut zurückzahlen. Kannst du mich trainieren? Natürlich kann ich dir was beibringen. Ich bin der Chef der besten Krieger von Nordmar. Würdest du mich im... Ja, okay. Dann schnappen wir uns mal den Teleportstein. Nicht? Und gucken mal, ob uns Fridjof, oder wie der hieß, vielleicht zum Kloster bringen kann. Weil ins Kloster würde ich ganz gerne in der Folge noch kommen. Der stand da unten bei der Innos-Statue, ne? Nee. Der hat tatsächlich überhaupt keinen Bock. Dabei sollte ich mit Fridjof reden. Egal, wir gehen trotzdem zum Innos-Kloster. Mord kann hier ruhig mal warten. Mit dem wissen wir sowieso dann im Abschluss nochmal eine letzte Escort-Quest machen. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir jetzt rauskommen. Innos Kloster sollte eigentlich einfach da lang sein, hm? Würde ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn mal schätzen. Einfach da lang hätte ich geschätzt. Gar nicht groß verwinkelt. Ist das schon wieder ein Orklager? Da ist schon wieder ein Orklager. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Egal, diesmal bin ich alleine. Bleib still. Oh, das könnte die eine Quest mit dem Typen sein, der Orks jagen will. Ich lasse die mal am Leben. Könnte noch eine Quest sein. Für später. So. Und was sagt der Wegweiser? Kloster. Ah, nice. Die Frage, die sich mir jetzt allerdings stellt, wo geht's dann da lang? Wahrscheinlich auch wieder zum Hammerclan. Es geht überall zum Hammerclan. Oh Gott, wir werden noch einige Folgen in Nordmar haben. Ich sehe es kommen.
Vor allem, wenn wieder so eine Scheiße wie mit Mord passiert. Eigentlich bald wieder ein Level up. Ja, tatsächlich. Habe ich gleich wieder. Das freut mich sehr. Da ist nicht weil dann so kann ich wieder ein bisschen altes Wissen ballern. Dann mache ich auch wieder mehr Schaden mit dem Feuerball. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen Progress. Ich habe natürlich mit der Klinge ganz kurz überlegt, ob ich nicht einfach jetzt kurz nochmal Schwertkämpfer einschiebe, aber das ist, den Gedanken habe ich schnell wieder verworfen. Kein Quatsch hier machen, Nase. Kein Quatsch hier machen. Wir sind bald Finale. Wir haben bald Finale. Ah, schaut mal hier, Kloster. Da gehe ich mal davon aus, dass ich hier zumindest eine schwere Truhe finden werde. Ups, zeig. Alchemist hier oben. Ich kaufe mir mal ein paar Mana-Tränke. Und noch ein paar Mana-Tränke. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Mhm. Ich gucke mich hier mal ein bisschen um. Enos, zum großen Wanderer. Du bist der erste Gast seit der neue Magier hier aufgetaucht ist. Es tut gut, mal wieder einen Fremden zu sehen. Was machst du hier? Ich halte Ausschau nach dem Auserwählten. Meister Altus sagte, dass er kommen wird. Er wird uns retten. Viel Glück. Welcher neue Magier? Milton. Er ist noch nicht lange da. Aber wahrscheinlich wirst du ihn gar nicht sehen. Er ist eigentlich immer in der Höhle der Erleuchtung. Oh, darf ich jetzt gar nicht zu Milton? Das wär's hier. Du kennst ihn? Ich finde ihn irgendwie komisch. Er ist noch so jung und trotzdem... Trotzdem was? Er wirkt so erwachsen, als wenn er schon viel erlebt hätte. Die Höhle der Erleuchtung? Das Heiligtum des Klosters. Dort offenbarte sich Enos den Menschen. Als Dank bauten sie dieses Kloster und den mächtigen Schrein in der Höhle. Was macht Milton in der Höhle? Er forscht. Er hat sich einen Stapel alter Bücher aus der Bibliothek besorgt. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ach ja, er hatte diesen Kelch dabei. Aber was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Ah, er hat den letzten Feuerkelch, ne? Ah. Was gibt es im Kloster? Zurzeit sind wir nicht besonders viele. Viele von uns sind im Krieg umgekommen. Aber was rede ich? Geh am besten zu Meister Altus. Er wird sich freuen, Neuigkeiten von draußen zu hören. Kannst du mir Zauber beibringen? Nein. Nur Meister Altus und Meister Dagoth sind mächtig genug, Magie zu wirken. Mit dem Verlust der Runenmagie habe ich alle Magie verloren. Ich kann nur noch Spruchrollen benutzen. Und auch die erschöpfen mich mehr als früher. Hast du es schon mal mit Mana-Tränken versucht? Nein, sie sind hier sehr selten. Hast du welche? Klar! Ja. Gerade gekauft. Kannst du mir 5 davon geben? Dann kann ich endlich wieder zaubern. Sehr selten. Die Händler hat... Was bekomme ich für die Mana-Tränke? Ich bin nur ein einfacher Diener. Die Händler hatten gerade 15 Stück. Was könnte ich dir schon geben? Was ist mit Spruchrollen? Einverstanden. Ich habe eine Spruchrolle der Wiederbelebung. Sie ist sehr wertvoll, aber ich kann sie eh nicht benutzen. Ich bin nicht stark genug. Hier sind deine Tränke. Sehr gut. Hier ist deine Spruchrolle. Level up. Wenn du sonst noch was brauchst, kannst du ja mal gucken, was ich dir anbieten kann. Zeig mir deine Ware. Der verkauft einfach eine Paladin-Rüstung. Okay. Wenn du meinst... So, versuchen wir mal in die Höhle der Erleuchtung zu kommen, wo wir wahrscheinlich nicht rein dürfen. Halt! Niemand kommt zum Heiligtum. Okay. Niemand ohne Erlaubnis von Meister Altus. Okay, dann dürfen wir hier noch nicht rein. Sage ich und antworte ich mit tiefer Stimme. So, was haben wir hier denn? Mhm. Das Schrein? Hübsch, hübsch. Vielleicht auch irgendwo eine alte schnuckelige Truhe für mich? Also wenn ich Piranha Bytes wäre, ich hätte hier mindestens 20 alte Truhen versteckt. Mindestens. Wenn nicht sogar 30. Oh, warte mal, da unten ist noch ein Gang. Oh, wo steht denn da? Hier steht was über Alchemie. Mhm. Dankeschön.
Was willst du? Grüß Gott. Was ist? Oh, wir haben Besuch. Hallo, bist ich wollte euch nicht du? Wecken. Nein, das ist unmöglich. Obwohl, die Haare, die Nase, du bist es wirklich. Innos, sei gesegnet. Endlich bist du gekommen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mir dich anders vorgestellt. Schon gut. Wir bringen... Wir gehen von oben nach unten durch. Let's go. Wen habt ihr denn erwartet? Den, der uns retten wird. Den Erlöser. Du wirst die Menschen wieder ins Licht führen. Mal sehen. Milton hat mir schon gesagt, dass du nicht begeistert sein wirst. Aber ich versichere dir, wir werden dir mit all unserer Kraft helfen, deine Aufgaben zu erfüllen. Jetzt bin ich beruhigt. Er hat mir von deinem Kampf gegen den Schläfer berichtet. Und auch, wie du den untoten Drachen besiegt hast. Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet ist, die Menschen zu retten als dich. Auch du wirst das früher oder später erkennen. Ja, da werde ich bestimmt viel Unterstützung bekommen. Wo ist Milton? Er ist am Heiligtum. Im Vorhof des Klosters gibt es eine Treppe, die in den Berg führt. Folge ihr. Sie führt dich zu ihm. Oh, dann darf ich doch zu Schmilten. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Dieses Kloster ist Hort alten Wissens. In unserer Bibliothek lagern Schätze von unermesslichem Wert. Dargott, unser Bibliothekar, wird dir helfen. Endlich mal eine Stelle, wo ich nicht 20 Missionen erfüllen muss. Ich will zu Innos beten. Die Kapelle steht dir jederzeit offen. Kannst du mir was beibringen? Ich beherrsche noch die Kunst der wahren Magie. Wenn du willst, versuche ich, sie dich zu lehren. Abgesehen davon bin ich ein ganz passabler Alchemist. Wenn du auf der Suche nach Zaubern bist, solltest du dich auch an Dargott wenden. Er ja, erstmal altes Wissen ballern. Ein paar Zauber beibringen. Eins nach dem anderen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Dass es halt 10 Lernpunkte kostet, ist so skandalös. Nur weit. Kaum spielt man mal mit alternativen Balancing, hat man nur noch Probleme, ey. Oh, reicht's für die 300? Oh, nein! Wie gemein! Oh. Ich bringe Feuerkelche. Ah, Milton wird sich sehr darüber freuen. Am besten bringst du sie direkt zu ihm. Das ist eine Sauerei. Habe ich jetzt wirklich 299 altes Wissen? Ich fühle mich verarscht. Innos zu Gruße. Was führt dich zur Bibliothek? Ich bin auf der Suche nach Magie und altem Wissen. Dann bist du hier richtig. Ich habe viel Zeit in diesen Katakomben verbracht und das Wissen unserer Vorväter studiert. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Ich will mich nur mal umsehen. Die oberen Kammern stehen zu deiner Verfügung. Aber sei vorsichtig und entwende bitte nichts. Ja, nee, ich entwende in den doch unteren nichts. Kammern lagern die ältesten Schriften der Bibliothek. Nur geschultes Personal darf dort hinein. Die Gefahr, dass etwas zerstört wird, ist zu groß. Wenn du weißt, ich bin das geschulte Personal. Komm wieder zu mir. Ich suche den 5. Tempel des alten Volkes. Hier gibt es keine Tempel. Nur Eis, Berge und Orks. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach einem Artefakt. Was für ein Artefakt? Ein Ring. Er wurde vor 1000 Jahren aus der Wüste nach Norden gebracht. Nein, das sagt mir nichts. Vielleicht findest du etwas in den Chroniken der Herrschaft. Was sind das für Chroniken? Dort steht die gesamte Geschichte unseres Ordens. Vor allem auch aus den frühen Jahren unseres Ordens. Gut, wo finde ich das Buch? In der Bibliothek. Allerdings gibt es da ein Problem. Natürlich gibt es das. Was für ein Problem? In dem Buch stehen viele Geheimnisse. Deshalb haben wir es durch Magie versiegelt. Nur uns Magiern war es möglich, das Buch zu lesen. Wo ist das Problem? Durch den Verlust der Magie kann niemand vorhersagen, was passiert, wenn wir das Buch öffnen. Du musst sehr vorsichtig sein. Wo finde ich die Chroniken? Sie sind in der Bibliothek. Unterste Etage. Okay, mal gucken, ob ich da rein darf. So, haben wir noch jemand Wichtiges? Da ist Oliver. Wer bist du denn?
Was machst du hier? Ich bete. Für mich und meine Brüder. Viele von uns Paladinen haben sich von Innos abgewendet und ihren Glauben verloren. Du nicht? Nein. Für mich ist es eine Prüfung. Eine Prüfung des Glaubens und der Entschlossenheit. Mit Innos Hilfe werde ich sie bestehen. Kannst du mir was beibringen? Ich bin ein guter Kämpfer. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Mann, was willst du? Warum weckst du mich? Okay, willkommen, hier sind einfach alle Bruder. NPC zusammen. Die Zeiten sind hart. Und hier im Norden sind sie ungleich härter. Innos Tian. Kannst du mir was verkaufen? Ich habe keine besonders große Auswahl. In Nordmar ist es schwer, an die nötigen Zutaten für Tränke zu kommen. Aber was ich habe, verkaufe ich dir gerne. Du kommst wohl nicht von hier? Nein. Ich komme aus Myrtana. Aus Geldern, um genau zu sein. Ich bin geflohen, als die Orks kamen. Hier habe ich eine neue Bleibe gefunden. Kannst du mir was beibringen? Ich würde. Leider reichen die wenigen Vorräte gerade mal für mich. Für einen Schüler habe ich leider nichts übrig. Was soll ich dir besorgen, damit du mich unterrichtest? Wie wär's mit Mana-Pflanzen? Die können wir hier im Kloster gebrauchen. Da soll ich ein paar haben. Wie viele brauchst du? 50 wären gut. Ich bezahle dich auch dafür. Ich besorge dir die Pflanzen. Kann sein, dass ich die für Tränke verbraucht habe. Mir ist es draußen zu gefährlich. Ich muss im Zweifelsfall nachkaufen. Hier ist schon mal ein Teil der Pflanzen. Sehr gut. Die kann ich gut gebrauchen. 14 Mana-Pflanzen. Kann ich die von ihm zurückkaufen? Hat der Mana-Pflanzen? Der hat zumindest 4. Warte mal. Bevor ich mit dem nächsten Typen rede. Da unten waren ja noch 2 Alchemistenhändler. Wenn die jetzt genau die richtige Anzahl an Mana-Pflanzen haben, dann bin ich happy. Schauen wir mal. Achtung. 3 Mana-Pflanzen. Okay. Leider nicht so viel, wie ich erhofft hatte. Und der Alchemist hat auch nochmal 3. Reicht wahrscheinlich nicht ganz. Aber wenn ich hier den Teleportstein finde, dann soll es ja eh kein großes Problem werden. Ich hoffe, ich finde ihn ohne Probleme. Sehr habe ich ihn noch nicht gesehen. Was willst du? Sehr gut. Ah, noch 4 Mana-Pflanzen fehlen. Schade. Was willst du? Es wäre jetzt geil gewesen, wenn wir hier alle zum Kaufen kriegen. Was mit dir, Bruder? Was machst du hier? Ich forsche. Früher vor dem Zwischenfall mit den Runen war ich ein Meister der Verwandlungsmagie. Und jetzt? Jetzt komme ich mir vor wie ein einfacher Bauer. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es andere Wege gibt, sich zu verwandeln. Die Druidensteine. Wovon hast du gehört? Von Menschen, die sich verwandeln, obwohl sie selbst keine Magier sind. Stell dir vor, ich könnte das auch. Dann wäre alles wie früher. Was brauchst du? Hast du schon mal von Druiden gehört? Ja. Sie haben einen Stein, der ihnen Macht verleiht. Diesen Stein brauche ich. Ich hole dir den Stein. Wunderbar. Ohne meine Magie würde ich da draußen keine Stunde überleben. Du bist meine Rettung. Kann ich ihm... irgendeinen Stein geben? Einen Druiden? Beim Wolfsclan gibt es einen Jäger. Er heißt Bogir. Ich bin mir sicher, dass er ein Druide ist. Oh, wahrscheinlich brauche ich den. Was bekomme ich, wenn ich direkt dir von Bogir. Ich habe explizit in der Bibliothek ein sehr altes Buch gefunden. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich werde es dir geben. Ich bin sicher, darin findest du viel altes Wissen. Ja, okay. Warum weckst du mich? Okay, bisher noch keine alte Truhe, aber ich habe die Hoffnung, in der Bibliothek was zu finden. Ich hoffe, dass ich da jetzt ohne Probleme rein darf. Und zu schmilten will ich noch. Das machen wir aber schön zum Abschluss der Folge, würde ich sagen. Okay, hier ist ein bisschen dunkel. Da mache ich mal eine Fackel für euch an. Wenn ich eine habe. 105. Und mit einer Fackel in der Bibliothek rumzulaufen, ist bestimmt auch eine richtig gute Idee. Ah, warte mal. Ich muss das schön methodisch machen. Da drüben ist noch eine Anhöhe. Da will ich zuerst reingucken. Da gibt es zumindest schon mal nichts. Hier auch nicht. Aber ich wette mit euch, hier gibt es irgendwo eine alte Truhe. Also da würde ich jetzt viel Geld drauf wetten. Irgendwie. Sagt mir mein Bauchgefühl. Und wenn es nur im Heiligtum oben bei Schmilten ist.
Aber ich mag die Bibliothek hier. Vielleicht finde ich auch gleich mal ein Buch. Weil der wichtige Kram hat er gesagt, ist alles auf der unteren Ebene. Hier steht was über Alchemie. Ah, schade. Altes Wissen wäre jetzt halt noch gut. Dann wäre ich genau über... Ah! Hab ich doch gesagt. Was kriegen wir Schönes? Oh, Teleportstein zum Kloster. Sehr wichtig. Wir kriegen aber auch einen Richtstab. Interessant. Der kann ganz schön reinballern zum Nahkampfangriff. Warum nicht? Ich guck mal gleich, wie der ausschaut. Der Richtstab. Wo ist er denn? Hier. Ah, der hat vorne so eine Klinge. Ganz geil eigentlich, ne? Hat halt leider keinen sonstigen Boni. Aber besser haben als brauchen. Akasha war angewiesen, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken. Und das Wasser tobte. Und Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden. Und er wanderte bis zum großen Gebirge im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Feuers. Oh, hallo. Ich meine, er hat mich vorgewarnt. So ist es ja nicht, ne? Aber der Dämon kommt nicht durch die Tür. Es ist wieder so dumm. Es ist wieder so dumm. Ich liebe es. So, ich will mal den Stab ausprobieren. Kann ich mal kurz den Stab? Nein? Okay. Dann zieh halt nicht den Stab. Dann mache ich halt mit dem Feuerball weiter. Ja. Ja. Okay, hier ist irgendwo ein Skelettbogenschütze, der mich gerade mega abfuckt. Ich hab doch ein gesegnetes Schwert. Das ist doch bestimmt gut gegen diese Skelette. Da! Da! Komm schon, stirb! Immer wenn ich denke, ich könnte mal wieder Nahkampf spielen, das macht doch bestimmt auch Spaß. Ich werde sehr schnell eines Besseren belehrt. Jedes Mal. Okay. Dann haben wir das schon mal. Ist hier noch irgendwas Cooles? Vielleicht gibt es hier noch eine zweite alte Truhe oder so. Also ein Kloster wird sich schon anbieten für zwei alte Truhen. In Nordmar lebten die Barbaren. Und Robar war einer von ihnen. Er irrte ohne Feuer und Waffen durch das Eis. Und das Biest jagte ihn. Oh. Guckt euch mal die Werte an. Ich weiß, jetzt habe ich diesen Resistenz gegen Kälte nicht mehr. Aber Ah, endlich mal eine neue Rüstung. Uninteressant. Ja, uninteressant, schade. Gut, dann kann man berichten, dass wir das krasse Buch gelesen haben. Und kriegen da vielleicht noch mal eine Belohnung. Und dann geht's ab zu Schmilten. Bin gespannt, was zu sagen hat und was ich als Belohnung dafür kriege, dass ich fucking alle Feuerkelche gefunden habe. Das ist nämlich schon krass. Das ist krass. Das ist nämlich Krastos. So, aber ich merke gerade schon, wie das mit der Kälteresistenz hier ist. Nämlich nicht besonders gut. Mit der Ausdauer-Rack. So, kann ich ihm jetzt Bescheid sagen? Ah ja. Ich weiß jetzt, wie der Ring nach Norden gekommen ist. Akasha, ein Krieger des alten Volkes, brachte ihn aus der Wüste bis hierher nach Nordmar. Interessant. Sagt das Buch auch, wo du den Ring findest? Vielleicht. Akasha ist hier begraben worden, zusammen mit dem Ring. Du suchst also sein Grab. Geh zum Feuerclan.
Seine Krieger bewachen die Grabhöhlen. Wenn dir jemand helfen kann, dann sie. Der Feuerclan ist ja gleich um die Ecke. Gut, habe ich ein Level Up gemacht eigentlich? Nee. Okay, ich guck mal auf die Uhr. Ja, doch, zu Schmilten gehen wir jetzt noch. Let's go. Das will ich jetzt noch machen. Ich muss zu Milton. Ohne Erlaubnis darf ich niemanden hineinlassen. Es ist wichtig. Gut, du darfst passieren. Okay, so kommt ihr an jeden Türsteher vorbei. Folgt mir für mehr Tipps. Aber ja, selten dämlich, ey. Oh, da ist er, das Schmilten. Mach mal kurz die Fackel aus. Oh, wir sind da. Das ist ein Pult. Ist noch anderen Stuff? Milton, ich rede sofort mit dir. Bin gleich bei dir. Ich will mich hier mal umgucken. Ich bin hier so selten. Gibt's hier irgendwo eine alte Truhe? Uninteressant. Naja, gut, dann schwatzen wir mal mit Milton. Sieht aber schon erhaben aus hier. Oh, was bist du ja? Ich hab mich schon gefragt, wann du hier aufkreuzt. Wieso hast du mich erwartet? Du hast ein Talent dafür. An diesem Ort kann Großes geschehen. Da kannst du nicht fern sein. Ich mag ja Schmiltens Schmalzlocke hier gar nicht, ne? Was wird hier geschehen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo du hier bist, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass hier was passiert. Einst ist Innos an diesem Ort auf unsere Welt herabgestiegen. Vielleicht hat er nur auf dich gewartet. Kann sein. Nein, es ist so. Da bin ich mir sicher. Du bist wichtiger, als du denkst. Überleg mal. Alles, was wir zusammen durchgemacht haben. Der Schläfer, der Drache. Das alles war kein Zufall. Was sonst? Schicksal. Du bist vom Schicksal auserwählt, die Welt zu verändern. Wie bist du hierher gekommen? Mit Olivier, dem Paladin. Ich bin ihm in Myrtana begegnet. Er hat mir vom Kloster und den Feuerkelchen berichtet. Ich habe mich ihm angeschlossen. Vielleicht hätte ich es ohne ihn auch nicht geschafft. Ergibt Sinn. Hast du die Magie gefunden? Ja, ein paar Sprüche hat mir Innos gewährt. Wenn du willst, kann ich versuchen, sie dir beizubringen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Was kann er denn? Ah, das ist ja eine Auswahl hier. Mensch, Milton, das hat sich aber gelohnt, das Studium hier in Nordmar. Was soll ich tun? Das weiß ich nicht. Aber solange du es auch noch nicht weißt, kannst du mir bei den Feuerkelchen helfen. Einen von ihnen habe ich schon gefunden. Jetzt brauchen wir noch den Rest. Erzähl mir mehr über die Feuerkelche. Ich habe herausgefunden, wie wir mit ihrer Hilfe den Paladinen ihre Magie wiedergeben können. Die Kelche wurden für die ersten Paladine geschmiedet. Hier in dieser Höhle, in Innos reinigendem Feuer, band man starke Magie in diesen Kelchen. Ein Paladin, der aus einem der Kelche trank, wurde so von Innos Macht erfüllt, dass er in der Lage war, Magie zu wirken. Aber das ist lange her. Im Laufe der Jahre wurde ihre Kraft immer schwächer und geriet in Vergessenheit. Runenmagie ersetzte ihre Funktion. Das nennt man wohl Pech. Ihre Kraft ist nur erloschen, nicht zerstört. Hier an diesem Ort können wir ihnen ihre alte Kraft zurückgeben. Wo soll ich nach den Feuerkelchen suchen? Wir haben einige Paladine und auch einige unserer Ordensbrüder entsandt, um die Kelche zu finden. Geh und halte Ausschau nach ihnen. Vielleicht weiß der eine oder andere schon mehr. Verstehe. Wie genau willst du den Feuerkelchen die Kraft wiedergeben? Wenn wir alle 12 Kelche haben, müssen wir sie in das heilige Feuer werfen. Ja, werft doch den Kelch ins Feuer! Dann werden sie von Innos Macht erfüllt werden. Anschließend müssen wir sie nur noch den Paladinen bringen. Hier, nimm meinen Feuerkelch. Er ist bei dir besser aufgehoben. Jetzt suche die restlichen 11 Feuerkelche und bringe sie hierher. Das gibt nur 2 Ruf? Ich bin enttäuscht. Ich habe alle Feuerkelche gefunden. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, mein Freund. Dann wirf sie jetzt ins heilige Feuer. Schnell. Will ich das? Guck mal, was passiert. Weil die Feuerkelche sind ja fürs Adanos-Ende nicht wichtig. Das heißt, da kann ich mich noch umentscheiden. Ne? Das waren alle. Hui. Oh. Wie das leuchtet. Hui. Hui. Voll hübsch. Du hast es geschafft.
Mit den Kelchen kannst du den Paladinen ihre Magie wiedergeben. Was hast du jetzt vor? Meine Aufgabe hier ist erledigt. Wenn du willst, kann ich dich ab jetzt begleiten, mein Freund. Ja, dann danke, cool. Nimm die mal alle wieder mit, ne? Kann ich jetzt mit dir reden, Inops? Eigentlich? Nein, ich bin nicht bereit dazu. Nein, wir sind offensichtlich noch nicht bereit dazu. Aber wie schön das leuchtet, schöne Effekte. So, liebe Leute, aber an dieser Stelle würde ich sagen, wir haben einiges geschafft. Einiges. Holy shit, haben wir viel geschafft. Vielleicht nehme ich auch Milton mit auf die nächste Abenteuerreise. Das muss ich mir mal noch überlegen. An der Stelle würde ich aber sagen, wir machen Schluss für heute. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder ab nach Nordmar geht, den Rest machen. So viel haben wir ja gar nicht mehr. Ahnengräber, bisschen Xardas besuchen, ein paar Orks killen. Sind wir quasi schon fertig. Ich glaube, die nächste Folge machen wir eine Aufräumfolge mit den alten Truhen und schweren Truhen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, wie immer, werten, kommentieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.